Was ist denn los? Na, macht schon! Lade das Zeug endlich aus! Ihr arbeitet für Cybertron! Ein Tag ohne Schrott ist wie ein Stück Brot ohne Butter! Hey, nicht schon wieder überladen! Das letzte Mal ist mir mein Schiff fast unterm Hintern zusammengebrochen! Man kann halt nicht immer alles recht machen! Ich will, dass du den Verräter Octane findest. Und wenn du ihn gefunden hast, wirst du ihn vernichten. Ich hasse Lügner und Doppelagenten. Sein schrecklicher Tod soll den Decepticons zeigen, was geschieht, wenn sich mir irgendjemand in den Weg stellt. Schon gut, das ist genug. Lass uns losfliegen. Ich wünsche dir eine gute Reise, Octane. Wenn sie mich aus dem gleichen Schrott gebaut hätten, wäre ich vielleicht genauso ein Schleimer wie du. Nein, ganz stimmt das noch nicht. Hier muss ich noch etwas korrigieren. Ja, das ist besser. Was ist los? Vielen Dank. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist hier denn da? Oh nein, vielen Dank. Ich bin nicht sehr neugierig. Viel lieber wäre es mir, wenn ihr mich nach Autobotstadt zurückbringen würdet. Wenn ich es dir sage, die Decepticons sind hinter mir her. Ich brauche Schutz. Oh, bist du auch ganz sicher, dass du dich von dieser Explosion völlig erholt hast, alter Freund? Ich habe da gerade ein komisches Geräusch gehört, deswegen habe ich nicht auf den Weg geachtet. Da ist es schon wieder. Ich bin sicher, dass wir beobachtet werden. Oh, Octane, jetzt hörst du schon Gespenster, aber mach dir nichts draus. Du bist eben immer noch ein bisschen durcheinander. Vielleicht sollst du dich noch mal General überholen lassen. Ich bin in Ordnung. Aber du bist schon ein älteres Modell. Du darfst jetzt nicht mehr so viel riskieren wie früher. Älteres Modell? Dann pass mal auf. Ich werde dir was zeigen. Der Verräter macht sich aus dem Staub. Ich werde ihn verfolgen. Nein, du darfst dich nicht zu erkennen geben. Es wird noch bessere Möglichkeiten geben. Gar nicht so übel. Also gut, Freund Octane, du hast mir was gezeigt, jetzt werde ich dir mal was zeigen. Schluck meinen Staub! Hat's dir gefallen? Na, es geht. Sie haben mich nicht getroffen. Ja, weil sie auch nicht auf dich geschossen haben. Sie sind hinter mir her. Glaubst du wirklich? Ja, da besteht kein Zweifel. Ich finde, du solltest mal was gegen deine Beliebtheit unternehmen. Was sollen wir tun? Für eine Lebensversicherung ist es jetzt zu spät. Wartet, bis er seine Deckung verlässt und dann... Die schlucken jetzt meinen Staub. Oh nein, das ist mein Staub! Das wird ja nicht ewig dauern, bis wir mit Tanken in der Reihe sind. Ein bisschen werdet ihr schon warten müssen. Ihr wisst, was ich meine. Aber ihr könnt so lange was zu fressen fassen. Ich liebe fressen fassen. Also kommt rein in die gute Stube. Ihr habt die Nummer 31, das wär's dann. Wie ist denn das Essen hier? Wollen wir mal sehen. Sieht mir nach dem üblichen Futter aus. Auf das Zeug kriege ich meistens Sodbrennen. Für den Preis kann man schon ein bisschen Sodbrennen in Kauf nehmen. Na, wenn du meinst.
Hier ist euer Energon, großer, dunkler und hübscher Goldner. Ich glaube, dass sie mich früher oder später erwischen werden. Die Decepticons? Ja, Galvatron kann es sich nicht leisten, mich am Leben zu lassen. Diesmal hat er Pech gehabt, denn ich werde dich nicht aus den Augen lassen. Ich kann nur hoffen, dass du recht hast. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Fräulein! Verdammt, mein Strahler! Wir helfen, die Photonen zu verdorren. Oh nein, nein! Nummer 27, das Betanken ist abgeschlossen, Nummer 27. Ich hatte mich Galvatrons Befehlen widersetzt. Dann habe ich Trypticon besiegt und versucht, stark genug zu werden, um mich an die Spitze der Decepticons zu setzen. Galvatron hat mich für immer aus den Reihen der Decepticons verbannt. Und er hat geschworen, sich an mir zu rächen. Nummer 29, das Betanken ist beendet. Nummer 29. Das ist unser Schiff. Aber ich habe noch Hunger. Das Ding hier habe ich auf dem Markt gekriegt. Aber dann hast du zu viel bezahlt. Ich bin auch schon mal reingelegt. Los, komm, wir müssen starten. Oh, der gibt wohl nicht so schnell auf. Sieht so aus. Ich bin bloß gespannt, was er als nächstes im Schilde führt. Ich muss meinen Lebensunterhalt verdienen, das verstehst du doch, oder? Ich will jetzt nur noch ein Wort von dir hören. Und zwar den Namen desjenigen, der dir diesen Auftrag gegeben hat. Galvatron! Mit solchen Söldnern kann Galvatron die Schlacht nicht gewinnen. Natürlich nicht. Vielleicht hat ihn auch sein Kammerjäger im Stich gelassen. Auf Cybertron wirst du in Sicherheit sein. Ausgezeichnet! Dieser Frachter wird uns durch die Sicherheitskontrollen der Autobots bringen. Wie sehne ich den Tag herbei, an dem wir von vorne angreifen können, Auge in Auge mit dem Feind. Nur ein Treffer und wir können alle nach Hause fliegen. Oh nein! Wir versperren ihm den Rückzug. Ein guter Plan, Cyclonus. Du solltest den Angriff leiten. Es wäre uns eine Ehre. Das ist deine Aufgabe, du Feigling! Verzeih mir bitte. Ich werde mich hinter einem anderen Denkmal verstecken, Thundercracker. Ich weiß schon, all diejenigen sind des Todes, die hinter meiner Statue Schutz suchen. Hört mal her, Freunde, ich habe da ein kleines Problem. Starscream!
los, Sweep, komm raus! Hoffentlich ist es wirklich nur ein Sweep. Hey, wer ist das denn? Es ist dein guter alter Freund Starscream. Ich bin zwar nur noch ein Schatten meines früheren Selbst, aber immerhin existiere ich noch. Starscream! Na sowas, alter Freund. Ich bin zutiefst gerührt, dass du mich nach all der langen Zeit wieder erkannt hast. Ich werde dir helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Nein! Es geht mir gut! Es geht mir gut, wirklich! Er muss sich in der Gruft versteckt haben. Gut, dann können wir ihn gleich dort liegen lassen, wenn wir mit ihm fertig sind. Du brauchst mich nicht zu fürchten, Octane. Vielleicht haben wir mehr gemeinsam, als du jemals gedacht hast. Wenn du mir hilfst, Rache an Galvatron zu nehmen, nur so bekomme ich wieder meinen stabilen Urzustand zurück, werde ich dich aus deiner üblen Lage befreien. Das ist die letzte Möglichkeit. Ich tue alles. Du gehst durch den Schacht. Warum muss ich immer die Dreckarbeit machen? Sieh nach, ob sich der Verräter da unten versteckt hat. Niemals! Wenn du neugierig bist und wissen willst, was da unten los ist, gehst du selbst darunter! Du gehst voran! Nein, du! Ich habe deine Führerqualitäten niemals in Frage gestellt! Aber ich zweifle an deinen Qualitäten, Scourge. Wer als Letzter diesen Raum verlässt, bekommt es mit mir zu tun. Du musst noch sehr viel lernen. Ja, das stimmt. Also los, jetzt bist du dran. Alles tot hier drin. Natürlich. Still wie in der tiefsten Grube. Er ist weg. Er ist bestimmt schon weg. Ihr feigen Dummköpfe, schwärmt aus und sucht ihn. Und stelle dich mir wie ein Mann! Wie kannst du das Andenken an deine ruhmreichen Vorfahren in den Schmutz ziehen und dich wie ein billiger Taschenrechner verkriechen? Er ist ja schlimmer als ein Sweep! Los, komm raus und stell dich mir! Wo ist der mächtige Decepticon, der du einst warst? Sieh nur, wie du dich verändert hast! Du bist eine Schande für dein ganzes Volk! Was schaust du denn so blöd? Es tut gut, wieder einen richtigen Körper zu haben. The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Starscream, bist du das etwa da drin? Dreimal darfst du raten, mein lieber Freund. Wenn ich es nur genau wüsste. So, jetzt ziehen wir unsere Schuhe ab. Ich habe diesen Verräter gefunden. Er hat ihn aufgespürt. Fein, aber wie kommen wir jetzt hier raus? Wir werden versuchen, ihn nach Char zu bringen, und zwar als Jagdtrophäe für Galvatron. Du musst zu Tode erschreckt aussehen, du Trottel, oder ich muss dich umbringen. Was ist denn mit dem Scanner los? Wie zum Teufel sind die hereingekommen? Sie haben uns entdeckt. Du merkst aber wirklich auch alles. Wenn wir dich nicht bei uns hätten, wären wir wahrscheinlich vollkommen hilflos. Keine Sorgen, Octane. Ich behalte sie sowieso nicht. Aus dem Weg! Irgendetwas kommt mir an der Stimme von Cyclonus sehr merkwürdig vor. Ja, er klingt eher wie Starscream. Kein Grund, ausfällig zu werden. Das wirst du bitter büßen müssen. Aerial Bots zum Angriff!
Die Aerial Bots verfolgen uns. Wir müssen versuchen, uns gute Kampfbedingungen zu verschaffen. Genauso stelle ich mir das ideale Schlachtfeld für uns vor. Transformiert und umringt sie! Umzingelt die Decepticons und lasst keinen raus! Das hast du ja großartig gemacht! Ich? Es war doch deine Idee, diesen Weg zu nehmen. Du hast schon seit langem keinerlei Ideen mehr gehabt. Weder gute noch schlechte. Lasst Octane gehen. Von dir aus kann Octane gehen, wohin er will. Starscream. Du hast es erfasst. Und wenn du dir viele Pluspunkte verdienen willst, dann solltest du uns auf der Stelle in die Freiheit entlassen. Was ist denn los? Niemand schießt. Da stimmt was nicht. Feuer einstellen! Ich hatte befohlen, den Verräter zu eliminieren. Eigentlich wollte ich es dir überlassen, diesen Schuft persönlich in die Mangel zu nehmen, Galvatron. Und er könnte uns vorher mit Informationen über die Autobots dienlich sein. Ja, wir werden ihn sorgsam befragen. Und wir haben unseren Spaß, auch wenn er nichts weiß. Wie findest du das, du Nestbeschmutzer? Oh, das muss man Cyclonus hoch anrechnen. Widerspenstige geben bei ihrer Befragung ihren Widerstand schnell auf. Ich sage kein Wort. Diesmal hättest du mich fast getroffen. Du wüsstest, was für ein miserabler Schauspieler du bist. Schon gut, schon gut. Ich sage aus, ich sage alles. Mein ganzes Leben habe ich auf diesen Tag gewartet. Taten statt Worte, Galvatron. Es muss ein fairer Kampf werden. Werfen wir die Waffen weg. Wie du willst. Hast du genug, Prime? Du wirst nicht mehr lange leiden müssen. So weit ist es noch nicht. Todmüde, aber noch nicht tot. Rodimus, ich... Dass Galvatron nur noch ein großer Schrotthaufen ist? Ja, der ist uns zum letzten Mal in die Quere gekommen. Ich werde dir noch öfters in die Quere kommen, Cyclonus. Nein, nein, ein Missverständnis. Ich bitte dich. Um was bittest du mich, alter Freund? Nun ja, ich bitte dich um, was wollte ich eigentlich sagen? Starscream! Ich freue mich auf den Augenblick, in dem ich dich zum zweiten Mal zerstört vor mir liegen sehe. Mit meiner Vernichtung hast du den Decepticons keinen großen Gefallen getan. Was ist mit mir geschehen? Ich weiß nur noch, dass ich in der Gruft der Decepticons war und dann... Ich kann nur hoffen, dass wir diesen Intriganten ein für alle Mal los sind. Sieh zu, dass Cyclonus schnellstens in die Werkstatt kommt. Selbstverständlich, Galvatron. The Transformers will return after these messages.